Black Wings Inside wird präsentiert von Steinbach. We are Pool. Paul ist 3 Jahre alt. Er kämpft seit 2 Jahren gegen Krebs im Blut, kurz Leukämie. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Im Netz rufen Medien zur Stammzellenregistrierung auf. Dazu kommt jetzt sportliche Unterstützung. Ich kann mich in die Situation hineinversetzen. Ich habe selber eine kleine Tochter. Wenn ich in den Schuhen der Eltern stecken würde, dann wäre ich auch dankbar für Hilfe von anderen Menschen, auch wenn ich sie gar nicht kenne. Auch Black Wings Mitarbeiter und Zuschauer lassen sich typisieren, also geben mit Hilfe eines Wangenabstrichs Informationen über ihre Zellstruktur weiter. Damit kann der genetische Zwilling gefunden werden. Das kann im Ernstfall Leben retten. Wenn man sie einmal typisieren hat lassen, bleibt man bis zum 61. Geburtstag in der Datei. Und in diesem Zeitraum kann es möglich sein, dass der Anruf kommt und sagt, wir brauchen dich als Spender, es wartet jemand auf dich. Die Speichelprobe ist für Ärzte auf der ganzen Welt verfügbar. Das ist notwendig, denn im Schnitt kommt nur einer aus 500.000 Menschen für eine Stammzellenspende in Frage. Umso wichtiger, dass mehr Menschen mithelfen. In Österreich geht das aber schleppend. So Experten. Nur 2% lassen sich hierzulande typisieren. Aus unserer Spenderdatei hat noch kein Spender Nebenwirkungen gehabt, sondern alle sind glücklich aus der Spende hinausgegangen und sind stolz, dass sie ihr Leben retten haben können. Wie sein es zum Beispiel? Chris Rumble darf nicht mitmachen. Mit 21 Jahren hat ihm der Krebs fast das Leben gekostet. Die Folge? 6 Monate Krankenhaus, Chemotherapie und Medikamente. Ja, das war ziemlich hart. Ich war sehr krank, konnte nichts essen und habe viel Gewicht verloren. Du weißt, die Therapie wirkt, wenn du dich richtig schlecht fühlst. Während der Therapie habe ich mich nur darauf fokussiert, endlich wieder Hockey spielen zu können. Mit diesem Ziel im Kopf hat es der 30-Jährige geschafft. Eine Stammzellenspende war am Ende nicht nötig. Trotzdem fühlt der Amerikaner mit dem 3-jährigen Paul mit. Ich war auch in einem Kinderkrankenhaus und dort der Älteste zwischen den ganzen anderen Kindern. Sie haben zu mir aufgesehen wie ein großer Bruder. Weißt du, diese Kinder kennen nichts anderes. Deshalb sind sie so stark und widerstandsfähig. Sie wissen es nicht besser und haben trotzdem ein Lächeln im Gesicht. Damit es auch in Zukunft so bleibt, helfen sie mit. Man merkt wieder bei solchen Schicksalen, wie privilegiert wir eigentlich sind, wie gut es eigentlich geht. Ist deppert, das ist ein Kinder. Es dauert keine Zeit für überdenken, was du machst, und dann du kannst helfen. Zeit, die der kleine Paul dringend braucht und ihm ein simpler Wangenabstrich geben könnte.